stellen Sie sich ein Volksbegehren Ostgebiete wieder deutsch vor. Das wäre nicht nur außenpolitisch töricht und realpolitisch aussichtslos, es würde eben auch gegen Völkervertragsrecht verstoßen. Hier gegen Artikel 1 des Vertrags über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland von 1990, Vulgo 2+4 Vertrag, genannt. Ein Vertragswerk, das die Nachkriegsordnung endgültig beseitigte, eine Friedensregelung mit Deutschland traf und zugleich einen Beitrag zur Friedensordnung in Europa leistete, angesichts dessen man durchaus an den Westfälischen Frieden denken kann, der den 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert abschloss. Sollte ein solches Volksbegehren überhaupt zugelassen werden? Sie würden mein Engagement für die Einbindung der Gesetzgebung des Bundes in Völkerrecht und EU-Recht missverstehen, wenn Sie meinten, dass ich mit allem einverstanden wäre. Die Art und Weise der Einfügung ihrer Sicherung ist gewiss nicht perfekt. Das Problem, dass Regierungen über Bande spielen und mit einer Regelungsflut auf völkerrechtlicher bzw. europarechtlicher Ebene die Spielräume nationale Gesetzgebung einengen, und zwar auch für spätere Mehrheiten anderer Couleur, wird durchaus gesehen. Die Versuchung, ihre eigenen Präferenzen festzuschreiben, ja unumkehrbar zu machen, im Grunde eine Sünde gegen den Geist, den demokratischen Geist der wechselnden Herrschaft, ist für jede Regierung übermächtig. Aber hier ist der Begriff der Flut wichtig. Konkret werden viel zu viele Regelungen in völkerrechtliche Konventionen gegossen, denen man schon nach 10 Jahren doch sehr den Zeitgeist ansieht. Oft ist die Entwicklung noch im Fluss, hält sich auch der wissenschaftliche Mainstream durchaus um, und das sollte man von der Festschreibung der aktuell gerade herrschenden Mehrheit absehen. Auf der EU-Ebene schließlich ist die praktische Missachtung des theoretisch geltenden Subsidiaritätsprinzips eine geradezu triviale Kritik. Dass also vieles aus Brüssel für die ganze EU einheitlich geregelt wird, wo man nur stöhnen kann, muss das denn sein? Ferner würde mein vorhin genanntes Beispiel des schweizerischen Minarettverbots missverstehen, wenn man folgern wollte, dass die Situation bei uns gut und bei den Eidgenossen schlecht wäre. Das wäre zu simpel gedacht. Ebenso wie man in der Schweiz, das wurde schon erwähnt, über eine Ausweitung materieller Schranken der Verfassungsrevision nachdenkt, sollte man in Deutschland, speziell was die Verfassungsgerichtsbarkeit angeht, nicht blind von bewährt schwärmen, sondern sich das kritische, ja skeptische Denken, jedenfalls im Detail, nicht verbieten. Wie einige Landesverfassungsgerichte mit Volksbegehren in ihren Ländern umgesprungen sind, ist fachjuristisch wie demokratiepolitisch nur skandalös zu nennen, lässt vor der Vorstellung erstrecken, das Gleiche auf der Ebene des Bundesverfassungsgerichts und des Gerichtshofs der Europäischen Union wieder zu erleben. Die Machtjustierung des Parlamentarischen Rats vor über 60 Jahren hat gewiss nicht verfassungsrechtlich die beste aller möglichen Welt geschaffen. Aber ich plädiere vehement dafür, die hier notwendige Reformdiskussion von der Frage der Einführung direktdemokratischer Verfahren auf Bundesebene zu trennen. Der Grund ist schlicht die politische Klugheit. Wenn man das ohnehin große Projekt einer Ergänzung des Grundgesetzes durch direktdemokratische Verfahren, wenn man darauf eine Reformdiskussion der angedeuteten Dimension draufpackt, besteht die riesengroße Gefahr der Überfrachtung, dass also letztlich gar nichts zustande kommt. Die angedeuteten Probleme sind auch unter den jetzigen rigide repräsentativdemokratischen Verhältnissen sichtbar. Sie sollten unabhängig von den uns hier interessierenden Problemen der Einführung und Ausgestaltung direktdemokratischer Verfahren angegangen und hoffentlich gelöst werden. Insofern stimme ich Heusners Maxime
die Volksgesetzgebung so auszugestalten, dass sie, Zitat, sich in den grundgesetzlichen Rahmen des demokratischen Rechtsstaats einfügt, praktisch zu. Meine Folgerungen für direkt demokratische Verfahren auf Bundesebene. A, auch wenn das Sie provozieren mag, kleine Brötchen. Erstens sollen sich die Befürworter wie auch die Gegner solcher Reformen darauf einstellen, dass jenseits der erwähnten Souveränitätsillusionen mit direktdemokratischen Verfahren auf Bundesebene oft wohl nur kleine Brötchen gebacken werden können, etwa wenn EU-Vorgaben umzusetzen sind. Man kann zwar nicht gerade formulieren, wenn ein Gesetz aufgrund europäischen Rechts geboten sei, wird ein Volksentscheid ins Leere laufen, aber die Spielräume können enorm schrumpfen. Aktuelles Beispiel, die Dauer der sogenannten Vorratsdatenspeicherung. Weil es hier seit 2006 eine EU-Richtlinie gibt, ist ein Bundesgesetz, das diese Speicherung insgesamt ablehnt, nicht mehr möglich. Ebenso wenig hypothetisch ein Volksentscheid über das Ob dieser Speicherung. Man kann sich nur noch über die Zahl der Monate streiten. Hier sind Szenarien auf der normativen Ebene geradezu mit Händen zu greifen, die auf der Planfeststellungsebene seit Stuttgart 21 in aller Köpfe sind. Ich will sagen, die Vorbereitung einer Regelung auf den Ebenen der Regierung in Berlin und der Administration in Brüssel geschieht relativ unbeachtet. Erst wenn es um das Umsetzungsgesetz in Deutschland geht, wird die Öffentlichkeit wach und ertönt der Aufschrei. Aber dann ist es sowohl für den parlamentarischen wie für den Volksgesetzgeber zu spät für ein prinzipielles Nein, weil die Grundsatzentscheidung bereits gefallen und verbindlich ist. Die Spielräume können damit so klein werden, dass diese Problematik sogar bei den Verfahrenshürden zu bedenken ist. Es wäre nicht sinnvoll, die Hürden hoch anzusetzen für imaginäre Großentscheidungen, während in der Praxis reihenweise die kleinformatigen Projekte an diesen Hürden hängen bleiben. Zweite Folgerung, es wird höchst kompliziert. Direktdemokratische Rechtsetzung unter diesen Einbindungen. Das mag noch nicht so auffallen in Referendumsfällen, bei der ja die Mühe der sorgfältigen Einpassung des Gesetzesvorhabens in das übergeordnete Recht oben, also im repräsentativ-demokratischen System, bereits geleistet wurde. Das Volk würde gegebenenfalls das Parlamentsgesetz bloß verwerfen und ein Signal so nicht an seine Vertreter senden, die dann dieses politisch verarbeiten und eine neue Gesetzesform gießen müssten. Wirklich schwierig wird es für unten entworfene Volksgesetzgebungsprojekte. Ich will hier keineswegs billige Schelte treiben, vielmehr weiß ich aus eigenem Erleben und finde das durch andere Fälle bestätigt, dass sich die Initiatoren regelmäßig sehr viel Mühe geben und durch eine sachverständige Unterstützung zu mobilisieren in der Lage sind. Zur Sicherheit und Entlastung würde ich hier empfehlen, wie es auf Landesebene zum Teil schon der Fall ist, den Initiatoren zusätzlich einen Beratungsanspruch zu geben, am besten zu richten an die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages. Kleine Brötchen, höchst kompliziert, nimmt man hinzu, was Tilman Evers seinerzeit festhielt, Volksentscheide könnten sich, zitiere, nur punktuell und begrenzt von dem unterscheiden, was heute im parlamentarischen Verfahren Resultaten durchsetzbar ist, könnte man fast verzagen. Tatsächlich ist es nur eine Schule des Realismus. Denn Evers hatte seiner skeptischen Feststellung noch den Satz hinzugefügt, dieser geringe Unterschied kann im Einzelfall wichtig sein. Und dabei schwang ein bisschen Hoffnung mit. Von daher sollte man grundsätzlich nicht so sehr auf eine große Normproduktion setzen und viele gute Volksgesetze erhoffen, sondern eine Erhöhung der Responsivität der politischen Klasse und damit eine Verbesserung der repräsentativen Demokratie erwarten. Dafür dürfte schon die bloße Möglichkeit eines Volksentscheids
heilsam wäre. Freilich besteht ja ein Wechselverhältnis. Die politische Klasse wird sich zu mehr Responsivität nur dann bequemen, wenn sie andernfalls ernsthaft mit einem Volksentscheid rechnen muss. Wird das Verfahren dagegen impraktikabel gestaltet, als symbolische Gesetzgebung, funktioniert nicht nur die direkte Demokratie nicht, sondern bleibt auch mangels Ansporn die erhoffte Verbesserung der repräsentativen Demokratie aus. Ich danke Ihnen.